Bronzerelief sehen wir eine Momentaufnahme der Schlacht von Cartagena de Indias zwischen den spanischen und britischen Truppen. Als sie am 22. März 1741 im Rahmen des sogenannten Sitz- oder Ohrenkriegs in Bocashica einmarschierten. Von Jenkins, für die Briten. Das englische Schiff an vorderster Front sinkt langsam, nachdem es von den Spaniern zur Verteidigung von Cartagena von ihren Stellungen an Land und auf See aus angegriffen wurde. Den Schiffen Galicia, San Felipe, San Carlos und Africa gelingt es, unterstützt von den Küstenbatterien von San Luis und Varadero, mehrere englische Schiffe zu versenken. Unterdessen versuchen die Besatzungen unter dem Kommando des englischen Admirals Edward Vernon, an Bord ihrer Boote Leben zu retten, indem sie das halb versunkene Schiff abschleppen. Im Hintergrund rechts sieht man die Festung San José, in der Mitte die Festung San Luis de Bocashica und links die Burg San Felipe. Der Generalleutnant der Marine, D. Blas de Lezo Y. Olavarrieta, stellte unter dem Kommando von Vizekönig Sebastian de Eslava an der Spitze der spanischen Streitkräfte, bestehend aus 3000 Mann und 6 Linienschiffen. Die britische Flotte, bestehend aus 186 Schiffe und 30.000 Mann. Auf diese Weise konnte Spanien seine Territorien behaupten und seine militärische Vormachtstellung in Amerika um ein weiteres Jahrhundert verlängern. Wahrscheinlich ist es diesem Sieg zu verdanken, dass Spanisch auch heute noch die Muttersprache Lateinamerikas ist.